durchschneiden bringt da nicht mehr viel. Jonah, hörst du mich? Oh, zwei Tage zuvor war sie eingeklemmt. Dafür war sie aber zwei Tage später wieder ziemlich fit. Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Zumindest sah das im Flugzeug so aus. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Tut weh. Das tut weh. Das ist nicht schön, sowas. Eieiei. Boah. Man mag ja gar nicht hingucken. An, dass wir hier ein bisschen steuern können. Das heißt, wir klettern erstmal nach oben. Natürlich eine geile Grafik, ey. Also ich kenne auch das ganz, also das letzte Tomb Raider, was ich gespielt habe, war das ganz, ganz alte. Das allererste auf der PlayStation. Auf der PlayStation 1 damals. Wenn ich überlege, wie das jetzt hier aussieht und wie das damals aussah, war das damals klötze Grafik. Und man hatte damals auch kaum Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Rumspringen, bisschen ballern, aber es sind lange, lange keine Gegner gekommen. Es war wenig Action da. Und das ist natürlich in den neuen Teilen total anders. Das allein schon der Anfang hier ist ja schon zehnmal besser als das allererste Game. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Also möchte ich auch mal die Wände hochklettern können. Alter Schwede. Lara als drauf, würde ich sagen. Gehen wir schön nach oben. So nach vorne drücken, um die A um zur nächsten Kante zu springen. Die hat aber Kraft. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast super, da. Super, dafür gab's 50 leid, Erfahrungspunkte. Sei vorsichtig. Also. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Grafikfetischist. Aber das muss man sich echt mal gönnen.
Und hier auch wirklich mal stehen bleiben und einfach mal gucken, wie geil das alles aussieht. Oh, da hat schon einer was montiert. Ich hoffe, keine Sprengfallen. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ja, die ist echt hart und nehmen. Gang über die eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Okay, wenn sie alles zerstören, ja, genau. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Hier alles in der Luft. Lara! Komm jetzt! Aber für ihre Archäologie wirklich alles. Los, los! Schnell! Das sind ja nur uns ein Waisenknabe gegen. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Oh, für Essen bin ich auch immer zu haben. Sehr gut, sehr gut. Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Nam, 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 nam. Lecker, lecker, lecker. Oh, das sieht ja schon cool aus. Oh, so ein Abend scheint echt gemütlich zu sein. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Und Trinity hat uns deutsch übersetzt Dreifaltigkeit. Macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Krass, wie fokussiert sie ist. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich?
Das muss ich sehen. Oh, das ist nicht gut. Mit dem wollten wir doch sprechen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, geil. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Was ich übrigens meine damit, dass sie fokussiert ist. So viel zum Thema er fragt, Freizeit. Wie es ihr Bein geht und was macht sie. Wo ist Dominguez hin? Sie erklärt ihm erstmal das Rätsel. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. So, okay, aber ich will ja jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, ich will ja die Story nicht unterbrechen. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Oh. Señorita. Ja, und weiter? Hm. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt mehr. Bitte, bitte, probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Dein Bein. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal Medikit. Das ist doch schon mal sehr gut. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Gucken, wie sie hier rauskommt. Oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Genau, durch da. Ich habe einen ganz wichtigen Auftrag. Ahora Dios la tiene su gloria.
kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Ja, natürlich auch schöne Bestattungsrituale Jonah, hier. Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Nun gehen wir mal rechts rum. Ich auch mal sehr geil, wie das Ganze jemand anfängt. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich dachte, er entdeckt uns. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Normalerweise fangen die Spiele ja mal gleich sehr actionreich an. Das ist hier richtig eine geile Geschichte. Doktor, das gefällt mir natürlich. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Ja, das ist ja schön. Ich hoffe aber, dass wir rauskommen, wenn wir nicht reinkommen. Raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Alter, der hat ja einen mächtigeren Sitzen. Wem sieht er denn, dass er im Büro sitzt? Oh. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Hoffen, dass die uns hier nicht sehen. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Das war auch nicht gerade die leise Art, sage ich mal. Da durch die Wand zu klettern und dann fällt da ein Stein raus. So, was steht denn hier? Einsatzzielwegweise. Einsatzziele werden bei Überlebensinstinkte hervorgehoben. Drücke RS, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. Ist das RS?